Mein Assistent Robert und ich haben die Rainbow Benches entwickelt im Rahmen der Kulturhauptstadtbewerbung 2025 hier in Chemnitz. Und diese Bänke zeigen verschieden aufgestaffelte Holzbalken, welche in verschiedenen Farben lackiert sind. Und diese Farben und auch die Form der Aufstaffelung zeigt einen fast digitalen, anmutenden Körper im realen Raum und einen sehr starken Kontrast zur grünen Wiese, auf dem diese Bänke stehen. Somit ist es natürlich auch ein Eyecatcher für die Menschen, die hier lang gehen und gleichzeitig somit auch ein Ort der Begegnung und Kommunikation in Bezug dessen, was ist das überhaupt, kann man sich da draufsetzen. Für die Kids auf jeden Fall was zum Krabbeln und draufsteigen oder auch zum Runterkrabbeln. Und somit hat es eigentlich schon alles geschafft, was es soll. Es soll interaktiv sein im physischen Sinne, aber eben auch im kommunikativen Sinne.